Oh, geiles Deck. Okay. Du kannst mich im Shop mit meinem Creator-Code unterstützen. Trag dafür ganz unten den Code YUJONAS ein. Vielen Dank. Hey Leute, wir machen heute ein ganz besonderes Turnier. Und zwar ist heute zum allerersten Mal das erste globale Wutzauber-Turnier. Das heißt, die Truppen stehen dauerhaft in einem Wutzauber. Das heißt, sehr, sehr viele aggressive Decks und Hütten spammen. Und wir werden das Ganze heute auf unserem Free-to-Play-Account spielen, haben 500 Gems lange angespart und können uns so theoretisch auch die maximalen Bonusbelohnungen leisten. Aber wir werden heute das Ganze so machen, dass wir schon 0 zu 4 stehen. Das heißt, wir dürfen nicht verlieren. Wenn wir verlieren, sind wir raus. Und wir müssen die Decks von Zuschauern kopieren. Sprich, Zuschauer schicken ihr Profil rein, wir müssen auf Kopieren gehen und ja, ich bin sehr gespannt, was für Decks wir sehen werden. Zum Beispiel, keine Ahnung, viel Hütten-Spam, Mega-Ritter, Packer und es werden auch viele Decks sein, die absolut keinen Sinn machen werden, denke ich. Ich bin also gespannt und ich würde sagen, ja, wir legen los. Hoffentlich schaffen wir die 15 Siege, das wäre die maximale Belohnung und dann würden wir auch ein großes Opening machen und euch wie immer viel Spaß mit den Highlights und danke für den, ja, heftigen Support aktuell. Sieht eigentlich nice aus, ich glaube, es ist ein geiles Deck. Puh, okay. Ich weiß nicht, wie gut das Deck. Ich weiß nicht, wie gut Elixir Golem ist in der Challenge. Wenn ich so drüber nachdenke, ich habe keine Ahnung. Müssen wir rausfinden. Ich bin mir Elektrodrachen da drin. War das schlau? Ich glaube nicht. Oder? Das war echt nicht schlau. ETF. Ich will nicht rausfliegen jetzt. Oh nee. Was war das denn für ein Start? Okay, das finde ich jetzt nicht so nice. Was mache ich denn jetzt gegen den Typen? Ich will das nicht übertreiben. Mal schauen. Oh, bitte. Sterben noch. Nee, oder? Nein, 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 nein. Nein! Das war's, glaube ich, GG. Das war's. Ich kann das nicht defen. Unmöglich. Nee, oder? Kacke! Machen einfach weiter auf dem Account. Ich würde sagen, wir machen es trotzdem so, dass wir bei dem ersten Loose raus sind, okay? Um es spannend zu halten. Okay, also wir haben Golem, Tornado soll eigentlich fit gehen. Let's go. Ach, wir haben einen Babytrachen. Oh, lol, okay, jetzt noch ein Handel. Ich hoffe, wenn ich die Prinzessin killen könnte, dann wäre es optimal. Oh, let's go, richtig gut. Der Bomber stimmt auch nicht vom Lord, let's go. Gut, der ist auch unterlevelt. Sollten wir relativ easy bekommen jetzt. Ey, wir müssen es aber wirklich jetzt anstrengen, ne? Ich denke immer noch daran, wie haben wir das verloren, ey? Aber es war halt auch echt schwer. Man muss halt jedes Game wirklich 100% konzentrieren. Wir hätten das wirklich auch gewinnen können, das weiß ich auch. Das haben wir echt bad gespielt. Man muss jedes Game konzentriert bleiben. So, wir bleiben im Rennen. Haben wir jetzt schon mal den ersten Win. Auf geht's. Interessant. Ich bewerte es ja gleich. Es sieht für mich interessant aus, schon mal auf den ersten Blick. Wir könnten eigentlich sogar... Hat keinen Lock mehr, würde ich ausnutzen. Safe, würde ich einfach reingehen. Hat er eine Skarmi nicht gehabt oder so? Nee, keine Skarmi, oder? Nee, keine Skarmi. Hat er denn defensiv gehabt? Ich weiß es gar nicht. Nichts. Ich habe überlegt, was er defensiv haben kann, aber irgendwie gar nichts. Also sein Deck ist auch sehr komisch, aber ich kann nichts sagen. Mein Deck ist ja auch nicht das Normalste. Ja, wir haben eigentlich genügend Antworten. Ne? Wir machen einen schnellen Cycle und so weiter. Das Einzige, was halt gefährlich werden könnte, sind halt die E-Bubs. Aber let's go. So, wieder drauf. Und das haben wir. Ah, let's go. Sehr geil. 2-0, ne? Ewabs Ballon mit Dings. Okay. Von mir aus. Wir starten rein. Okay, gut, der ist Level 7 Prinz jetzt. Das sollte eigentlich easy sein. Und Hex ist eigentlich auch ganz nice, oder? Ich meine. Lol, okay. Reicht das auch? Wäre halt jetzt mega, wenn es auch. Oh mein Gott, ja. Der läuft ja komplett rein. Perfekt. Jetzt können wir eigentlich so Splitline-Druck machen. Und die Mutter-Hex kann jetzt auch richtig reinhauen, glaube ich. Let's go. Sehr, sehr geil. Pass auf, die E-Bubs sind auf der anderen Seite, das ist insane. Okay, das war's direkt. Das ging jetzt richtig schnell, sehr, sehr geil. War jetzt aber auch ein Level 7 Prinz, aber Hexe ist mega broken teilweise. Ja, okay, Golem ist halt, glaube ich, nicht so stark in der Challenge. Aber wir haben zumindest E-Bubs, der Musketieren und Evos. Aber wir müssen es echt jetzt anstrengen, komm. Ah, jetzt hätten wir lieber einen Evos gebracht, ne, oder? Ja, ich glaube schon. Oh, au, 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 au. Ich bring den ersten Golem rein. Kacke, dummes Timing. Ich bin echt dumm gerade. Ich darf nicht so aggressiv spielen. Man muss schon eher spielen wie in ganz normalen Games. Und der hat vor allem auch noch ein Dings. Der hat vor allem auch noch einen Inferno-Turm. Ne? Ich muss echt aufpassen. Sollen wir die ausschalten? Ich mach's mal. So, da ist Inferno-Turm. So, ganz wichtig. Und der Sepp. Oh, der ist aber trotzdem schon fast down, weil. Der Wutz aber Inferno-Turm wird eine Katastrophe für uns werden. Oh ne, wenn wir jetzt wieder ausschalten, ich bin so sa. Okay, ganz ruhig. Einfach rein. Oh, sind die weit vorne. Let's go, komm. Come on, come on. Jetzt gestunt, wichtig. Der ist ein Wutzauber. Komm, das ist der Turm, glaube ich. Let's go, wichtig. Okay, ganz ruhig jetzt. Ist halt mies, dass er einen Inferno-Turm spielt, ne? Aber geht fit jetzt. Okay, sehr gut.
nicht direkt einen Golem mitzubringen diesmal. Dass wir jetzt nicht denselben Fehler machen. Easy Points für uns. Ja, wartet ab, ich gewinne das noch. Also eher Easy Points für 20%, weil der Rest hat dagegen mich getippt. Auf mich getippt. Na, ah, ist gecharged noch, kacke. Egal, das haben wir einfach. Ja, okay, ist aber los, das jetzt. Oh, der Feuerball ist auch nicht unbedingt notwendig, egal. Besser ist es. Das haben wir, das haben wir. Ja, ich muss noch Souveräner spielen, auf jeden Fall, ey. Es war trotzdem nicht gut. Das haben wir normalerweise. Oh, kann er noch schon sein. Boah. Aber ist auch krass, wie schnell der Schaden noch kommt, ne? Wahnsinn. Haben wir. Man muss, glaube ich, im Wutzorn-Modus echt besonders defensiv bleiben. Oh, wir hatten vorhin sowas ähnliches, haben wir damit verloren. Wir haben keine Win-Condition. Wirklich defensiv bleiben. Also außer natürlich haben wir natürlich die Chance, offensiv zu gehen. Das ist natürlich klar, dass wir das nutzen. Das wäre zum Beispiel eine Chance, würde ich jetzt sagen, oder? Ich bin Feuerball ist draußen. Ja, safe ist das eine Chance rein. Jetzt bin ich gespannt. Let's go. Na, ich dachte, er bringt vielleicht noch eine Truppe rein. Schade, wäre lucky gewesen. Oh, der Inferno. Ja, der Inferno drauf. Sehr geil. Guter Start für uns. Wenn wir gewinnen, hätten wir schon mal 5 Siege. Das wäre schon mal eine Ansage, finde ich, oder? Ja, ich bringe am besten Mega-Minion. Auch die Zeit, wenn die Truppen gesetzt werden, ist ja deutlich krasser, müsst ihr überlegen. Weil die Truppen können ja schneller angreifen. Die machen ja 30% mehr Schaden, bis ich meine Truppen auf dem Feld habe. Wisst ihr, was ich meine? Nein! Oder? Stimmt ja? Na, ich wusste es. Egal. Jetzt steht er jetzt so. Jetzt können wir nicht weiter reingehen. Das ist gut. Er wird instant sterben. Also eine Inferno-Drache im Wutzimmer schmeckt aber auch, muss ich sagen. Sehr, sehr geil. Wir gehen einfach wieder direkt offensiv. Oh, war das jetzt ein gut... Ich glaube, es war eine gute, oder? Das ist jetzt die Frage. Ignorieren wir einfach, ganz ehrlich. Ja, wir haben sowieso gewonnen, GG. Let's go. Sogar 3-0, sehr, sehr geil. Okay. Okay. Weiß nicht so richtig, ne? Was machen wir denn jetzt? Keine Ahnung. Ja, wir haben ihn zum Deffen gezogen, war nicht schlecht. Ibus, überleben. Das ist ein Skarmir rein, schnell. Nein! Ach, egal, passt schon. Ja, geht doch. Gibt er auf? Niemals gibt er auf. Let's go. Könnte sein. Wir hatten leider keinen X-Bogen im Cyclan, sonst hätte ich ihn direkt gebracht. Ich glaube, er gibt auf. Yes! Let's go. Okay. Okay, mir fehlt eine Win-Condition. Mal schauen. 6 Siege, wieder voller Fokus. Wir dürfen nicht verlieren. Ich bin so still gerade, ich muss mich echt konzentrieren, ihr merkt's. Oh, let's go, der Hit war noch richtig, der Hit war noch richtig. Jetzt hat er ein Problem, jetzt haben wir ihn. Let's go, zappen wir nochmal. Easy Turm. Oh mein Gott, Junge. Ey, das ist aber auch... Oh, das war's noch nicht. Das ist aber auch echt heftig, ne? Mit diesem Wutzauber-Effekt auch noch die ganze Zeit. Aber das Ding ist, viele haben auch genauso Probleme wie wir. Wir haben gerade eben gesehen, der Gegner war genauso überfordert wie wir. Der hat gerade noch so seine Truppen reingesetzt. Sehr, sehr geil. 5900. Oh, geiles Deck. Damit habe ich vor 2,5 Jahren oder so war das. Oder, ja, vor 2,5 Jahren war das. Das war ein Turnier zu Weihnachten, das war ein Doppel-Elixier-Turnier. Mit so einem Deck, das war relativ ähnlich zu dem Deck hier, war ich Platz 3 global, das war richtig geil. Wenn wir jetzt gewinnen, hätten wir 8 Siege, dann hätte ich die Wette schon mal gewonnen. Ich würde einfach gleich reingehen, oder? Wenn jetzt so irgendwas gegen Luft bringen würde, wäre es optimal. Komm, jetzt irgendeine Anti-Air-Truppe, komm. Oh, ist aber trotzdem gutes Timing eigentlich. Wir können den Fernrohr setzen, oder? Wenn nicht dumm. Ich muss halt schauen, dass ich ihn gescheit platziere nur, ne? Ich glaube, es müsste eigentlich gehen, oder? Sonst bin ich dumm. Oh, es geht, ja, sag ich doch. Der schießt immer nebendran, der Entfernung. Seht ihr das? Der schießt eigentlich drüber halb. Sieht mega weird aus. Das Deck ist sehr, sehr gut. Das gewinnen wir normalerweise. Ja, klar. Er wird Bats bringen, ich weiß es, aber ist ja auch in Ordnung. Ja, das sind die Bats. Die sind sogar auf dem Bowler drauf, ganz entspannt. So, jetzt pass auf, wie schnell der Turm fallen wird. Das ist halt krass. Der hat locker noch 3000 Schaden rausgehauen. Locker. Aha. Platz 12. Okay. Ja. Mal schauen. Wäre es halt ganz wichtig. Wir kriegen jetzt, wenn wir jetzt gewinnen, haben wir die legendäre Königstruhe. Das will ich unbedingt kriegen. Bitte, bitte, bitte. Ah, die Prinzessin wird so nerven hinten dran, leider. Ah, es geht aber noch. Ich weiß halt nicht, was er an Anti-Air-Truppen so spielt, wisst ihr? Das ist ein bisschen zu riskant. Lakaien, okay.
Mir aus. Nice. Oh, knapp. Es ist aber auch eine Anspannung jeweils, ob die Truppen gerade noch so rankommen oder nicht, ne? Aber ist geil. Sieht gut aus. Skarmir rein. Komm, fällt. Richtig. Ach, er hat einen Sepp! Wie? Ja, das ist kacke. Hat aber die ganze Zeit nicht gesetzt, dann plötzlich. Ob das? Nee. Komm, hit! Na gut, komm, wir verteidigen es mal noch, oder? Ja, war dumm. Okay, jetzt muss ich mich echt anstrengen. Das ist gar nicht gut jetzt. Mini-Packer. Oh, bin ich dumm. Oh mein Gott! Ich würde mich so aufregen. Schnell! Sehr gut. Kacke, 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 kacke. Nein, bitte nicht. Er hat auch Mega-Ritter, was soll ich machen? Okay, ich muss irgendwas machen. Das ist die einzige Chance. Ah, kacke, jetzt muss ich irgendwas machen. Nein! Eva! Nein! Was soll ich machen? Oh, das war echt scheiße gespielt, ehrlich gesagt. Hätte echt besser spielen können. Let's go. Wir kommen zum Opening trotzdem. Zum Abschluss. Wir kriegen direkt eine legendäre Karte. Hoffentlich was Gutes. Banditin. Ja. Okay, kann man machen. Gold. Hutzauber. Tornado und Expo. Okay, fit. Gold wieder. Und noch die Riesen. Oh, lol. Mit dem Joker schon Max, egal. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. War trotzdem eine nice Challenge. Schaut gerne im Abstand vorbei. Und ja, ciao. So, ist ja gerade noch für YouTube.